Hallo, schönen, wunderbaren guten Abend. Ja, ich weiß jetzt zwar überhaupt nicht, wer da ist, weil ich keine Ahnung habe, ob ich das jetzt hier sehen kann gleich in den Kommentaren. Ich schaue jetzt mal gerade auf meinem Handy. Hallo. Ja, jetzt sehe ich es, der Winnie ist da. Hallo, hallo. Ja, ich warte noch ganz kurz. Ich habe kurzfristig beschlossen, diese 3 Trainingstage zu machen, weil ich irgendwo gefunden habe, hallo, Winnie, es braucht noch ein bisschen Klarheit für viele. Vor allem jetzt so vor Weihnachten, ja, ist da viel los und man ist wieder in der Hektik, in dem Trubel gefangen und man ist nur noch am Rennen und sozusagen in einem blinden Aktionismus unterwegs, wenn man nicht bewusst sich ein bisschen Zeit nimmt für sich selber und ein bewusst ein bisschen sein Leben kreiert. Und das Thema heute ist, ja, was fehlt? Viele sprechen von Mindset. Mindset, du musst dein Mindset ändern, du musst dein Mindset von einem Unternehmer haben, wenn du erfolgreich sein willst. Hallo Ina. Und Mindset ist in aller Munde. Es gibt Mindset-Trainings, es gibt Mindset-Seminare und so weiter und so fort. Was ist eigentlich Mind? Mind ist unser Verstand. Der Mind ist unser logischer Verstand. Und unser logischer Verstand, der füttert sozusagen das Gehirn. Hallo Monika, das Gehirn ist der Prozessor unseres logischen Verstandes. Also, der logische Verstand, das sind unsere Gedanken. Gut, was wir denken, das ist mal ganz wichtig, denn was wir denken, das beeinflusst ganz klar, wie wir fühlen. Und im letzten Schritt, aus dem Denken und Fühlen entsteht das Handeln und aus dem heraus ergibt sich unsere Persönlichkeit. Also wir sind das, was wir denken, fühlen und handeln. Jetzt haben wir ganz klare Bezugsrahmen für unsere Gedanken. Das erste ist natürlich, was haben wir gelernt? Was wissen wir? Was sind unsere grundsätzlichen Vorstellungen vom Leben? Wie glauben wir, dass das Leben funktioniert? Und natürlich, wie hat es funktioniert in der Vergangenheit? Was haben wir in der Vergangenheit gemacht und welche Schlüsse und welche Lehren haben wir daraus gezogen? Dann gibt es die Gegenwart. In der Gegenwart, was sehen wir? Wir reagieren immer darauf, was wir sehen, und zwar mit unseren 5 Sinnen. Oder? Wir haben Augen, wir haben Ohren. Also ich, nicht wir reagieren auf das, was wir sehen, sondern auf das, was wir wahrnehmen mit unseren 5 Sinnen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, was wir schmecken, was wir spüren, was wir fühlen. Das ist das, wie wir jetzt in Bezug stehen zu unserer jetzigen Realität. Weil das ist das, was wir haben. Das ist das, das sind unsere Aufnahmeorgane. Das heißt aber, wenn wir uns auf diese Aufnahmeorgane konzentrieren, dann nehmen wir unsere Welt so wahr. Also das, was wir sehen, das ist für uns das, was wir sehen. Nur, wie wir das nachher verarbeiten und was wir darüber denken, das hängt natürlich damit zusammen, was wir uns vorstellen können. Was ist unser Bezugsrahmen? Was ist das, mit dem wir zum Beispiel eine Blume anschauen? Was wissen wir über Blumen? Wir sind kein Biologe. Wir wissen viel, viel weniger über eine Blume als zum Beispiel ein Biologe. Das heißt, ein Biologe sieht eine Blume natürlich ganz anders wie wir. Und so ist es mit allem. Also, was ist unser Wissen, was ist unser Bezugsrahmen für das, was wir wahrnehmen? Wenn wir einen Schluck Wein trinken,
wenn wir Sommelier sind, nehmen wir einen Wein natürlich ganz, ganz anders wahr, als wenn wir unser ganzes Leben lang Schraubverschlussweine getrunken haben. Also dieser Bezugsrahmen ist ganz, ganz wichtig. Und der, hallo Ute, und der Bezugsrahmen, der führt eben dazu, was denken wir? Und das ist unser Mindset sozusagen. Und das ist aber nur ein Teil, den wir setten können, weil der große Teil, der sind unsere Gefühle. Was macht das mit uns? Wenn ich nochmal das Beispiel von der Blume oder von dem Wein machen kann, ich nehme lieber den Wein wie die Blume, da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Der Wein, der macht Menschen, Weinkenner, ein guter Wein macht die glücklich. Das ist ein gutes Gefühl. Was für ein Gefühl? Jeder hat ein anderes Gefühl, wenn er Wein trinkt. Der eine, der für den ist es ein Kunstwerk, der trinkt einmal im Monat Wein, der andere trinkt jeden Tag Wein, der betäubt sich mit Wein. Was auch immer, diese Gefühle, die wir mit den Dingen, die wir wahrnehmen, mit unseren fünf Sinnen verbinden, ist für jeden individuell. Und wie man danach handelt, das ist nochmal eine andere Geschichte. Oder ob ich jetzt, wenn ich Wein toll finde, ob ich jetzt Wein jeden Tag trinke oder einmal im Monat oder bei speziellen Gelegenheiten, um bei diesem Weinbeispiel zu sein. Also all diese verschiedenen Facetten, die ergeben meine Persönlichkeit. Und deswegen ist nicht nur allein der Mindset wichtig, sondern es ist wichtig, wer bin ich? Wie denke ich? Wie fühle ich? Und wie handle ich? Und das Gefühl, das ist eigentlich unser Barometer. Wie fühle ich mich in Bezug auf eine Situation, die ich wahrnehme? Wie ist mein Gefühl dazu? Und da kann ich im Mindset denken, was ich will, wenn mein Gefühl dazu sozusagen programmiert ist, dass sich das schlecht anfühlt. Und deswegen, wenn ich diese Gefühlsebene nicht mit in Betracht ziehe bei dem, was ich später will, sondern nur denke, ah ja, das ist super, das geht einfach, das ist lustig, aber gleichzeitig fühle ich mich beschwert, aber gleichzeitig fühle ich mich beängstigt, dann habe ich hier keine Verbindung gemacht mit dem, was ich denke und mit dem, was ich fühle. Da habe ich mit meinem Mindset, habe ich den ganzen Tag irgendwelche Affirmationen vor mich hergesagt und in meinem Bauch hatte ich den ganzen Tag ein mulmiges Gefühl. Und wie handle ich dann? Handle ich nach meinem Mindset oder handle ich nach meinem mulmigen Gefühl? Spürt mal mit in euch rein, was ist stärker? Das mulmige Gefühl, die Angst, die treibt mich zum Handeln. Und wenn ich eben das Denken und das Fühlen und das Handeln nicht auf eine gewünschte Linie bringe, dann wird nichts mit meinem Traumleben, wird nichts mit meiner Traumgesundheit, wird nichts mit meiner Traumbeziehung. Weil diese Gefühle, die sind so stark, dass sie uns treiben. Und deswegen müssen wir eigentlich auf der Gefühlsebene anfangen, um zu sehen, welche Persönlichkeit haben wir. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Ich fühle mich abgelehnt. Ich fühle mich alleine. Aus irgendeiner Situation heraus. Ich bin in einem Streit mit jemandem, mit meinem Partner und der versteht mich nicht, der ist müde, hat keine Zeit und ich sitze da, fühle mich hilflos und abgelehnt. Das ist mein Gefühl in dem Moment. Wenn ich jetzt hier zu meinem Mindset gehe und sage, ja, aber der liebt mich, der ist für mich da und der ist ja nur müde, dann kann mir das bis zum gewissen Punkt helfen. Aber im Hier und Jetzt bin ich verankert mit meinen fünf Sinnen in dieser Situation und diese Situation gibt mir das Gefühl, dass ich abgelenkt werde. Was mache ich dann? Dann fühle ich mich einfach abgelenkt. Und der logische Schritt nachher aus diesem Fühlen kommt ein Denken
das hat mit meinem Mindset nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, mit was habe ich mein Denken, mit welchen Gefühlen oder mit welches Denken habe ich mit meinen Gefühlen verkoppelt. Und meistens ist da so eine Art Denken, die sagt, also ich habe keine Lust, mich so zu fühlen, ich will mich nicht abgelehnt fühlen, ich will mich nicht disrespektiert fühlen und so weiter und so fort. Also kommt ein Schutzmechanismus in so einer Situation zum Tragen. Also ich schütze mich, indem ich versuche, solche Situationen zu vermeiden. Logisch. Was mache ich? Ich versuche, mein Hier und Jetzt permanent zu scannen. Wann ist vielleicht ein Anzeichen für so eine ablehnende Situation da? Ich bin immer irgendwo auf der Hut. Ich schaue immer genau, wie fühlen sich die Leute an? Könnte es sein, dass ich abgelehnt werde? Ist es jetzt eine gute Situation? Ist es eine gute Stimmung? Ist es jetzt ein guter Moment etc.? Das läuft alles unterbewusst, oder? Das ist eben dieses Gefühl im Körper, das da immer läuft und läuft und läuft. Das sagt, wie fühle ich mich jetzt? Fühle ich mich, dass ich abgelehnt werden könnte oder nicht? Und da, der Mindset, der ist so leise in dem Moment, weil das Gefühl so laut und so groß ist. Und deswegen läuft dieser Mechanismus und führt zu einem Handeln. Und das Handeln heißt, ich will mich schützen, also lasse ich niemanden nah zu mir heran. Also schaue ich, dass ich immer schön auf Distanz bleibe. Ich werde vielleicht sogar auch introvertiert. Ich schaue immer, dass die Menschen mir nicht zu nahe kommen können und habe da so einen kleinen emotionalen Schutzmantel um mich herum und halte möglichst mich auf einer relativ niederen Schwingung, weil wenn ich freudig, liebevoll bin, dann heißt es ja Gefahr, die Leute können mich verletzen. So, dann habe ich hier ein Handeln. Meistens bin ich mir dessen überhaupt nicht bewusst, dass ich hier handle. Und dann kommt der nächste Schritt im Innen, im Außen sowie im Innen. Es werden mir permanent Situationen vor Augen geführt, indem ich bestätigt werde, dass ich nicht akzeptiert werde, dass ich abgelehnt werde. So, und jetzt bin ich da und merke nur in der Reflexion vom Außen, ja, ich werde ja abgelehnt. Und du spürst es einfach und du willst es natürlich überhaupt nicht. Aber letztendlich ist es dann so, dass du diejenige Person bist, die abgelehnt ist. Du bist die Abgelehnte. Ein Teil deiner Persönlichkeit ist es, die Abgelehnte oder der Abgelehnte zu sein. Und mit dieser Schwingung läufst du durch die Welt. Und da kannst du an deinem Mindset rumpulen und sagen, ich bin toll und ich bin erfolgreich und ich bin geliebt und ich bin anerkannt und ich bin respektiert. Aber in deinem Inneren, aufgrund dieses Mechanismus, der da abgelaufen ist, auf den du dich mal programmiert hast, irgendwann mal in deinem Leben, weil du gesagt hast, mir reicht es, ich will nicht mehr so behandelt werden, meistens passiert das ganz früh in deinem Leben, bist du irgendwo der, die Abgelehnte. Und du läufst so durch die Welt und fragst dich, warum du nicht erfolgreich sein kannst. Weder in Beziehungen, weder im Job, in der Selbstständigkeit, in der Angestellten-Situation, weil du mit dieser Schwingung in dir herumläufst und es nicht mal weißt, was da abgelaufen ist. Ja, und was machst du jetzt? Jetzt übernimmst du Verantwortung. Jetzt übernimmst du Verantwortung dafür, dass das, was du im Außen präsentiert bekommst, eine Reflexion deines inneren Zustandes ist. Ein Teil deiner Persönlichkeit wird reflektiert durchs Außen, weil du schaffst es nicht, deine Träume und Wünsche zu kreieren und umzusetzen, weil du zwar immer wieder dein Mindset bearbeitest etc., aber da ist etwas in dir, das immer ganz laut ruft, schütze mich, damit ich nicht abgelehnt werde. Und das bringt dich keinen Schritt zu dem, was du möchtest. So, und jetzt geht's ans Umprogrammieren.
Jetzt weißt du gut, wie es sich anfühlt, wenn du abgelehnt oder nicht respektiert wirst. Das kennst du ganz gut. Aber eine Persönlichkeit, die erfolgreich ist in Beziehungen, privat oder geschäftlich, diese Person wird respektiert. Diese Person ist unterstützt. Diese Person ist angenommen. Diese Person wird gehört. Und jetzt musst du aus diesem Persönlichkeitsanteil deiner selbst diesen Anteil umprogrammieren und dich auf eine Persönlichkeit zu programmieren, die eben all das in sich hat. Und dazu musst du wissen, wie es sich anfühlt, dass du eben nicht der bist, der abgelehnt wird, sondern wie fühlt es sich an, wenn du die bist, die respektiert ist, der respektiert ist, wenn du ein Empfänger bist, ein Empfänger von Respekt, ein Empfänger von Liebe, ein Empfänger von Unterstützung, ein Empfänger von Freude. Plötzlich bist du raus aus deinem Käfig und plötzlich hast du nur allein, indem du dich hinterfragt hast, wie fühlt es sich an, wenn ich geliebt werde, unterstützt werde, respektiert werde, angehört werde, meine Ideen Rückhalt haben, etc. Plötzlich gehst du nämlich in diesen Mindset rein, der auch dazu führt, dass du dich so gefühlt hast. Und du weißt plötzlich, wie fühlt sich das an? Und in diesem Moment hast du einen Automatismus durchbrochen, weil du erkannt hast, was läuft in deiner Persönlichkeit, in einem Teil deiner Persönlichkeit, und weil du gesagt hast, so, jetzt muss ich umlernen und ich will umlernen. Ich will wissen, wie fühlt sich das? Und es geht nämlich aus dem Gefühl in den Mindset. Und es geht nicht vom Mindset zum Gefühl. Und das ist genau die andere Richtung, wie wir immer denken, dass es geht. Weil der logische Verstand, wenn er nicht mit dem Gefühl gekoppelt ist, dann läuft er auf Autopilot und zwar in blinden Aktionismus hinein. Also geht es wirklich darum, dir beizubringen, dich zu fühlen wie ein Empfänger, dich zu fühlen wie eine, die unterstützt wird, dich zu fühlen wie jemand, der bewusst ist und bewusst sein Leben lebt. All das brauchst du und diese Gefühle musst du dir beibringen. Und wie bringst du dir diese Gefühle bei? Diese Gefühle sind verfügbar für jedermann. Diese Gefühle sind da. Und diese Gefühle kannst du dir sozusagen downloaden. Weil sie sind da in unserem Universum. Sie sind überall. Nur wenn wir keine Resonanz zu diesen Gefühlen in uns haben, das ist wie ein Magnet. Wenn unser Magnet falsch gepolt ist, dann zieht er eben das an, auf das er gepolt ist. Und wenn unser Magnet auf Ablehnung, sich abgelehnt fühlen, gepolt ist, dann zieht er das an. Und diesen Magnet umzupolen, geht es eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar, indem wir erstmal unsere Gedanken ausstellen. Weil die Gedanken, die pfuschen ja immer wieder dazwischen. Also, überleg dir mal und stell dir mal vor, wer bist du ohne deine 5 Sinne? Weil dann bist du pure Existenz. Dann bist du einfach mal neutral. Dann bist du in dem Moment mal wirklich niemand. Weil wenn du nichts wahrnimmst, dich nicht reflektierst, haben auch deine Gefühle keine Basis, aus der sie entstehen können, sondern du neutralisierst dich in diesem Moment. Du wirst neutral. Du setzt dich quasi auf eine nicht programmierte Schiene. Also, wer wärst du ohne deine Augen? Mach sie zu. Wer wärst du, wenn du nichts hörst? Wer wärst du, wenn du nichts fühlst? Wer wärst du, wenn du nichts riechst? Wer wärst du, wenn du nichts schmeckst?
Und du lebst ja trotzdem. Du lebst ja ohne deine fünf Sinne. Aber plötzlich bist du wie abgestellt, abgeschirmt von deiner Außenwelt. Und dann merkst du das, ein unglaubliches Gefühl der Sicherheit in dir erwacht. Und schon nur allein dieses Gefühl erlaubt dir jetzt, dich mit der größeren Intelligenz zu verbinden, die dich geschaffen hat, die jede Sekunde dafür sorgt, dass dein Herz schlägt, die dafür sorgt, dass du dein Frühstück verdaust, die dafür sorgt, dass du nicht stirbst, wenn du schläfst, weil du hast ja kein waches Bewusstsein. Wenn du schläfst, schmeckst du nichts, du hörst nichts, du siehst nichts, du spürst auch nichts, aber du lebst. Und deswegen kannst du dich in diesem Moment, wo du schläfst, kannst du dich so gut entspannen, kannst du dich so gut erholen. Und hast keinen Stress. Aber in diese Situation kannst du dich jederzeit bringen, wenn du dich ausklingst von deinen fünf Sinnen und sagst, gut, jetzt bin ich nur noch ich, jetzt bin ich nur noch meine Essenz. Und in diesem Zustand kannst du dir beibringen, wie fühlt es sich an, komplett unterstützt zu werden. Und dann haben plötzlich dieses neue Gefühl, hat plötzlich einen Zugriff, weil es eben nicht mehr abgeschirmt worden ist durch irgendwelche anderen alten Gefühle und Programme. Und das kannst du in dir verankern. Wie fühlt es sich an, wenn du hundertprozentig geliebt wirst? Weil wenn du eine Persönlichkeit bist, die hundertprozentig geliebt wird, dann hast du keinen Mangel. Dann interessiert es dich nicht, ob jeder dir jede Sekunde seine Liebe preisgibt oder seinen Respekt, weil du bist ja jemand, der hundertprozentig geliebt wird. Du brauchst nicht die ganze Zeit Beweise. Mach wieder ein kleines Beispiel. Du bist jemand, der viel Geld hat. Du weißt, auf deinem Bankkonto sind 10 Millionen. Du bist jemand, der viel Geld hat, aber ich rufe dir auch nicht jeden Tag die Bank an und sag, hallo, ich wollte Ihnen nur sagen, auf Ihrem Bankkonto sind 10 Millionen. Du weißt es einfach. Und weil du es weißt, gehst du so durch die Welt. Und wenn du dieses Wissen in dir trägst, dann hast du die Resonanz erschaffen, dass du der bist, der viel Geld hat, der reich ist, der Erfolg hat, der die gesund ist, dann die geliebt wird, die respektiert wird, die unterstützt wird vom Leben. Dann hast du diese Persönlichkeitseigenschaften in deine Persönlichkeit integriert, dann bist du es. Aber nur, wenn du damit aufgefüllt bist mit diesem Gefühl. Und das ist etwas, was du jeden Tag machen musst, bis es zu deinem natürlichen Seinszustand wird. Bis es den Seinszustand, sage ich jetzt mal nochmal, dieses abgelehnt sein, du bist nicht mehr der, der abgelehnt wird, sondern du bist der, der angenommen ist, der empfängt vom Leben, von überall her. Weil du bist so aufgefüllt mit diesem Gefühl, dass du nachher dein Mindset automatisch änderst. Weil diese Gefühle, die haben ja eine Schwingung, und diese Schwingung, die zieht dementsprechende Gedanken an. Und wenn du jetzt mit diesem Gefühl und dieser Schwingung in die Welt rausgehst, mit deinen fünf Sinnen, die du eingesetzt hast, wieder eingestellt hast, dann siehst du plötzlich die Welt anders. Weil die abgelehnt wird,
sieht natürlich die Welt ganz, ganz anders wie die, die angenommen, geliebt und unterstützt ist. Du hast ganz einen anderen Blickpunkt. Und wenn wir jetzt wieder zu dem Beispiel des Weines zurückgehen, bist du plötzlich der Sommelier und du trinkst den Wein als Sommelier und du genießt den Wein als Sommelier und es kommt überhaupt nicht in Sinn, dich jeden Abend vollslaufen zu lassen und du bist plötzlich nicht mehr der Alkoholiker, sondern der Sommelier. Aber es ist immer noch der gleiche Wein womöglich, den du siehst oder schmeckst in dem Fall mit einem deiner fünf Sinne. Und so gehst du hinaus in die Welt und du siehst grantige Leute oder Leute, die schlecht gelaunt sind. Aber du bist nicht mehr der, der abgelehnt wird von schlecht gelaunten Leuten, sondern du bist derjenige, der aufgefüllt ist mit Unterstützung, Liebe und Respekt. Und du lächelst dem zu. Verstehst du? Und deswegen ist es so wichtig, sich täglich bewusst zu machen, wer bin ich? Was ist meine Persönlichkeit? Was ist meine Wunschpersönlichkeit? Mit welcher Schwingung, mit welchem Denken laufe ich durch die Welt? Hallo Carina, das ist eigentlich für dich ganz speziell. Du musst es dann von Anfang an nochmal anschauen. Und dann, wenn du diese Arbeit machst, du fängst am Morgen an und sagst, wer bin ich? Wie fühle ich mich? Und das hast du vielleicht auch mal aufgeschrieben. Und mehr, das ist wie wenn du eine Rede hältst. Irgendwann mal musst du nicht mehr auf deine Notizen schauen, sondern du spürst es dann einfach. Und dann gehst du den ganzen Tag durch und hast irgendwie, keine Ahnung, von mir aus, stellst du dir im Handy einen Wecker jede Stunde. Und der Wecker heißt, wer bin ich? So erinnerst du dich immer wieder, aber du gehst aus deinem Gefühl heraus in deinen Mindset und sagst dir immer wieder, wie sieht die Persönlichkeit, die ich bin, die neue Persönlichkeit, die Welt? Und das ist ein Job. Und das ist neben den Meditationen, die er sonst noch macht und eben neben diesen Affirmationen, neben den Dankbarkeitsjournals, die er schreibt. Das ist etwas, was durch den ganzen Tag vom Morgen bis zum Abend funktionieren soll. Ja, ihr Lieben. Das ist jetzt der erste Teil. Das sollte jetzt einfach mal diese Grundlage legen und sagen, ja, was ist denn der Unterschied? Mindset, Persönlichkeitsset, was ist das für ein neues Wort, das ihr da kreiert habt? Ich hoffe, dass ihr das klar verstanden habt. Morgen möchte ich euch noch ein paar Tricks zeigen, wie ihr wirklich euch eine Routine aufstellen könnt und wie ihr euch umprogrammieren könnt, wie ihr in euch euer Persönlichkeitsset reinprogrammieren könnt. Und da gibt es ganz lustige Sachen, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die heißt im Täterzustand. Der Täterzustand ist nichts anderes als ein erhöhter Schwingungszustand, wo du eben deine fünf Sinne ausgeschalten hast, wo du dann tatsächlich Fragen stellen kannst und Antworten bekommst. Das möchte ich euch morgen gerne zeigen, wie ich das mache und wie ich zum Beispiel auch so ein Video vorbereite, oder? Wie ich vorbereite, was ich zu sagen habe. Ich setze mich nicht hin und schreibe das auf, sondern ich bin erst in dem Zustand, wo ich das Video gemacht habe. Und aus diesem Zustand heraus fange ich an, mir die Notizen zu machen über das, was ich euch sagen möchte. Also ich mache es rückwärts. Ich komme vom Ergebnis und finde dann den Weg. Und das ist das, worauf ich morgen noch eingehen möchte. Wenn ihr jetzt noch Lust habt, mir Fragen zu stellen, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Ich würde ganz gern noch ein bisschen was beantworten. Vielleicht, wenn die Carina noch da ist,
Eben, wie ist die Persönlichkeit, wie ist der Persönlichkeitsset eines erfolgreichen oder einer erfolgreichen Unternehmerin, eines erfolgreichen Unternehmers? Ja, danke, Monika. Also, wie würde ich da anfangen, oder? Wie fühlt sich ein erfolgreicher Unternehmer? Erfolgreich bist du nur, wenn du dich komplett unterstützt fühlst, wenn du dich komplett angenommen fühlst, wenn du dich komplett geliebt fühlst und wenn du dich komplett sicher fühlst. Wenn dieses Gefühl in dir drin verankert ist, dann läufst du rum wie ein sicherer Unternehmer. Und dann ist es egal, ob du heute angefangen hast oder ob du vor 2 Jahren angefangen hast, ob dein Bankkonto schon voll ist, ob dein Bankkonto noch im Minus ist. In dem Moment, wo du die Persönlichkeit des erfolgreichen Unternehmers bist, strahlst du das nach außen aus. Und es muss nicht wie beim Bankkonto jeden Tag einer anrufen und sagen, hallo, du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Weil du es weißt und selbst wenn niemand dir dieses Feedback jetzt gibt im Moment, musst du dennoch trotzdem durch die Welt gehen wie ein erfolgreicher Unternehmer auf Gefühlsebene. Da fängt es an und nachher gehst du in den Mindset. Aber zuerst fühlst du und spürst du. Das ist so wichtig. Die Monika hat noch geschrieben, ich fand es wunderbar und gehe mit den Worten verankern, downloaden und voller Freude. Ja, genau. Ja, vielleicht machen wir das dann morgen. Ich will es auch nicht zu lange machen, sonst schaut es auch nachher niemand mehr an und kommt auch niemand. Aber wie wir das eben in uns verankern können, diese ganzen Tricks und Tipps, die ich habe, die dann wirklich dazu führen, dass du am Morgen aufstehst und sagst, ich bin die Persönlichkeit, die ich will. Und du gehst vor den Spiegel und du sagst, wow, wer bist du? Du bist ja endlich da. Ich habe dich aus mir heraus erschaffen. Und dann kommen wir nämlich zu dem authentischen Sein. Oder dann bist du authentisch, weil du hast all deine ganzen Ängste, all deine Sorgen, all deine dich hindernden Gedanken an dem, was du erreichen willst, hast du losgelassen, weil sie haben keine Resonanz mehr auf Gefühlsebene. Und jedes Mal, wenn du dich wieder schlecht fühlst, dann weißt du, oh, Alarmglocken, das Gefühl ist deine Alarmzentrale, oder? Wenn das Gefühl nach unten geht und du fühlst dich irgendwie schlecht oder bedrückt oder unsicher, dann weißt du, oh, Alarm, 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 dann machst du Stopp und dann gehst du wieder in diese Persönlichkeit zurück, die du gerne haben möchtest. Und das machen wir morgen. Und dann geht es ganz, ganz schnell und du boostest deinen energetischen Zustand, deinen Seinszustand wieder auf deine Wunschpersönlichkeit, auf die Persönlichkeit, die du bist in deinem höchsten Potenzial. Und schon ist es wieder gut. Es muss nicht lange dauern. Ich zeige euch morgen, wie es geht, weil es ist so grässlich, wenn man ein schlechtes Erlebnis hat und dann den ganzen Tag mit diesem schlechten Erlebnis im Schlepptau mit der als Persönlichkeit des schlechten Erlebnisses durch den Tag läuft. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Zeit ist viel zu wertvoll. Die Tage sind immer kürzer, kommt mir vor. Und wir haben es im Griff. Wir können es machen, wir können alles sein, wir können alles tun, was wir wollen. Denn unser Verstand lässt es zu, wenn wir ihn bewusst steuern. Ja, ich habe jetzt hier keine Kommentare mehr. Oder doch? Oh je, jetzt da sehe ich noch mehr. Vielen Dank. Okay, die Alexa ist jetzt auch noch da. Also alle, die ihr später gekommen seid, schaut es euch nochmal von Anfang an und dann könnt ihr morgen gleich mit einem Blatt Papier, könnt ihr euch die Notizen machen. Ich gebe euch mindestens 3 super tolle Werkzeuge, um euren Persönlichkeitsset umzuprogrammieren. Ja, in diesem Sinne, ich
bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen. Und ich hoffe, dass ich morgen ein paar mehr Fragen von euch bekomme, weil, ja, Winnie, du kannst es nochmal anschauen, weil es mir so wahnsinnig viel Spaß macht, eure Fragen konkret zu beantworten und euch gleich hier on the spot gute Tipps zu geben. Ich liebe das, weil dann rede ich nicht so ins Leere rein und kann euch gerade, ja, vielleicht schon mit einem neuen Gefühl loslassen. Also, bereitet euch vor auf morgen, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde es mit Freuden beantworten. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüss, tschüss.